Als nächsten Referenten darf ich sehr herzlich begrüßen Herrn Dr. Glötzl aus Linz. Das ist der Referent mit der weitesten Anreise. Nachzug aus Linz gekommen. Herr Dr. Glötzl ist Chemiker, Mathematiker und Ökonom. Er ist auch Lektor für Finanzwirtschaft an der Donau-Universität Krems. Er war bis zu seiner Pensionierung Vorstandsdirektor der Linz AG. Das ist ein kommunales Versorgungsunternehmen, sowohl für Energie wie auch für Verkehr. Also ein großer kommunaler Versorgungsbetrieb. Der erste Kontakt zur kritischen Geldreformgedanken kam bei ihm Mitte der 90er Jahre schon, durch einen Kontakt zu Margaret Kennedy. Und seitdem hat er sich kontinuierlich auch Gedanken über das Geldsystem gemacht. Gut, Thema ist heute ja Rechtsordnung. Ein sehr wichtiger Teil der Rechtsordnung ist im marktwirtschaftlichen System eben auch die Wettbewerbsordnung. Und dazu wird Dr. Glötzl jetzt Stellung nehmen. Ja, liebe Freunde, ich spreche heute über den ungerechtfertigten Vorteil von Banken im Wettbewerb mit Nichtbanken. Ihr kennt alle die Probleme, die durch Chiralgeld verursacht werden. Grob kann man sie klassifizieren in erstens, Chiralgeld ist eine Forderung gegen die Bank und daher kommt es beim Bankenkonkurs zu Problemen, weil diese Forderung ihre Werthaltigkeit verliert. Zweiter Problemkreis, Chiralgeld kann von Banken autonom geschöpft werden. Das führt dazu, dass Konjunkturschwankungen verstärkt werden und Blasenbildungen erleichtert werden. Der dritte Punkt, Chiralgeld führt zu einem monetären Vorteil und es stellt sich die Frage, wer soll diesen monetären Vorteil lukrieren? Der Staat, die Bank oder sonst irgendwer? Dieser dritte Punkt ist der, der am schwierigsten zu verstehen ist und ich werde mich bemühen, ihn möglichst verständlich zu bringen. Gerade zu diesem dritten Punkt gibt es drei kontroversielle Standpunkte und diese werden seit vielen, vielen Jahren kontroversiell diskutiert. Ich selbst war anlässlich eines inneren Kreises im Jahr 1998 oder 99 in Steierberg bei der Frau Kennedy, wo damals Helmut Kreuz und Bernd Senf einen sehr, sehr emotionalen Streit über dieses Thema durchgeführt haben. Der erste dieser Standpunkte, sehr grob formuliert, sagt, Banken haben einen riesigen Vorteil, schon beim Schöpfungsvorgang. Das läuft dann manchmal in die Richtung, dass gesagt wird, naja, das ist ungedeckt, was die Banken hier schöpfen. Manchmal kommt sogar das Wort Falschgeld in den Mund. Oder es ist nicht durch Bargeld abgedeckt. Oder wie jetzt gerade beim vorangehenden Vortrag, naja, es ist ja kein Bargeld, was die Banken hier als Kredit vergeben. Die Argumente, es sei ungedeckt, sind sicherlich falsch, weil Chiralgeld eben durch alle Aktiva der Bank gedeckt ist. Natürlich in der Einschränkung, solange die Bank nicht in Konkurs ist. Die Argumentation sozusagen, das ist ja eigentlich kein Geld, glaube ich, die ist nicht sehr zielführend. Ich habe zuerst schon die Argumente gebracht. Es ist egal, ob die Bank den Kredit als Bargeld gibt und derjenige, der den Kredit hat, das Bargeld unmittelbar sofort wieder einzahlt oder ob die Bank sofort gleich nur die Forderung auf sein Konto schreibt. Das ist im Endergebnis das Gleiche und daher kann es auch inhaltlich kein Unterschied sein. Nun, das ist der eine extreme Standpunkt. Die Banken haben einen riesigen Vorteil. Der andere extreme Standpunkt ist, die Banken haben gar keinen Vorteil. Denn, so wird argumentiert, bei der Chiralgeldschöpfung
wie immer durch Ankauf von Aktiva oder bei der Kreditvergabe, kommt es ja nur zu einer Bilanzverlängerung. Also die Banken haben zwar natürlich bei der Bilanzverlängerung Forderungen an den Kreditnehmer, aber gleichzeitig haben sie auch Verbindlichkeiten gegen den Kreditnehmer, weil sie ja quasi dessen Forderung, also dessen Giralgeld, auf der anderen Seite bei der Bank Verbindlichkeiten produziert. Und wenn es eine Bilanzverlängerung ist, da kommen Aktive dazu, da kommen Passive dazu, gibt es keinen Gewinn. Diese Argumentation wird von vielen, vielen, ich würde sagen von den meisten Ökonomen, die sich mit Geldschöpfung nicht befassen, so aus dem Stegreif gesagt, naja, das ist ja nur eine Bilanzverlängerung, bei einer Bilanzverlängerung verdient man nichts. Das ist kein Problem. Nun, dieser Standpunkt ist deshalb falsch, weil nur der Schöpfungsakt betrachtet wird. Im Moment des Schöpfens selbst gibt es tatsächlich keinen Vorteil. Aber, und jetzt komme ich zum dritten Standpunkt, die Banken haben natürlich dann im Laufe der Zeit einen Finanzierungskostenvorteil gegenüber den Nichtbanken. Weil, wenn sie sich über Giralgeldeinlagen finanzieren, sie fast keine Zinsen zahlen. Wenn sich eine Nichtbank finanzieren muss, muss sie sehr wohl entsprechend hohe Zinsen zahlen. Damit haben die Banken gegenüber Nichtbanken einen ganz deutlichen Finanzierungskostenvorteil, und das wurde ja auch von Josef Huber immer so formuliert. Aber, und hier wieder eine der vielen unglücklichen Formulierungen im Bereich der Geldschöpfung, manchmal wird das als Seigniorage-Gewinn bezeichnet. Und der Ausdruck Gewinn suggeriert, dass man sich diesen Finanzierungskostenvorteil auch tatsächlich behalten darf und von mir aus als Gewinn an die Aktionäre ausschütten kann. Und das ist schlicht und einfach nicht der Fall. Denn welch monetären Vorteil sie immer haben, weil sie besser wirtschaften, weil sie billiger einkaufen oder was immer sie einen monetären Vorteil bekommen, müssen sie, wenn sie voll im Wettbewerb stehen, diesen monetären Vorteil weitergeben, aus Konkurrenzgründen. Und das ist der Knackpunkt und das möchte ich Ihnen erläutern im Laufe dieses Vortrages. Im Ergebnis, wie gesagt, wenn man es historisch betrachtet, ich bin auch, sage ich, vor 10, 15 Jahren, auch bei dem Streit zwischen Senf und Kreuz, eher auf der Seite von Helmut Kreuz gestanden. Warum? Weil ich, so wie viele der Standardökonomen, bei einem Kreditinstitut nur daran denken, an die Kreditvergabe, an das Kerngeschäft der Banken. Und im Kerngeschäft der Banken stehen ja alle Banken untereinander im Wettbewerb. Das heißt, diesen Finanzierungskostenvorteil, den sie haben aus der Giralgeldschöpfung, den müssen sie eigentlich weitergeben. Und daher bleibt ihnen letztlich kein Gewinn, wenn man nur das reine Kreditgeschäft betrachtet. Sie haben zwar zunächst einen monetären Vorteil, weil sie sich billiger finanzieren, aber würden sie alle Banken nur Kredite vergeben, würden sie so untereinander im Wettbewerb stehen, dass sie diesen Vorteil weitergeben müssen. Damit haben sie weder aus der direkten Schöpfungsakt einen Vorteil, noch aus den Finanzierungskosten einen Vorteil, den sie sich behalten können. Damit ist die Giralgeldschöpfung, abgesehen von den anderen Punkten, die ich vorher genannt habe, eigentlich nicht das Problem. Und wie ich das untersucht habe, dann sehr logisch zu hinterfragen, kommt man eben dann zu dem Ergebnis,
Die Banken haben aus der Chiralgeldschöpfung einen ungerechteten Gewinn, nur dann, wenn sie Eigengeschäft betreiben. Das heißt, wenn sie ein Geschäft betreiben, wo sie nicht nur untereinander im Wettbewerb stehen, sondern wo sie im Wettbewerb zu Nichtbanken stehen, dann haben sie einen ungerechtfertigten Vorteil. Ist das Eigengeschäft? Eigengeschäft, das ist sozusagen, sagen wir, Chiralgeldschöpfung durch Ankauf von Wertpapieren oder Chiralgeldschöpfung durch Ankauf von Sachvermögen. Sozusagen, wenn Sie die Bilanz der Bank anschauen, Sachvermögen, Wertpapiere ist Eigengeschäft, Kreditforderungen wäre Kreditgeschäft. Geschäfte mit Nichtbanken? Naja, ich meine, eine Kreditvergabe ist auch ein Geschäft mit einer Nichtbank. Also, so, okay, aber im Ergebnis, und das ist die wesentliche Botschaft, die Banken haben einen ungerechtfertigten Gewinn, wenn sie ein Eigengeschäft betreiben, sonst nicht. Und das führt schließlich aber dazu, wenn jemand aus der Chiralgeldschöpfung einen ungerechtfertigten Gewinn hat und er Eigengeschäft betreibt, dann führt das zu einer Wettbewerbsverzerrung, die wettbewerbswidrig ist. Ganz kurz zum Vortragsinhalt. Zuerst werde ich also darstellen, dass der monetäre Vorteil des Bankensystems insgesamt durch die Chiralgeldschöpfung in Österreich ca. 4 Milliarden Euro pro Jahr ist, in Deutschland circa immer das Zehnfache, 40 Milliarden Euro pro Jahr. Und ich werde versuchen zu erklären, dass eben dieser monetäre Vorteil unerwünschte Folgen hat. Erstens, was ich schon gesagt habe, es kommt zu einer verbotenen Wettbewerbsverzerrung beim Eigengeschäft. Zweitens, die Gewinne der Banken, eben dieser ungerechtfertigte Vorteil, ist umso höher, je höher ihr Eigengeschäftsanteil ist. Und drittens werde ich noch kurz darauf eingehen, welche volkswirtschaftlichen unerwünschten Folgen es gibt, wenn Banken einen Vorteil haben, auch wenn sie ihn wieder vollständig weitergeben. Letztlich werde ich darauf eingehen, wie kann man diese Probleme beseitigen, welche Maßnahmen gibt es dagegen. Erste, sauberste, klarste Maßnahme dagegen ist Vollgeld. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten, dieses eine spezielle Problem von Chiralgeld zu beseitigen, Trennbankensystem und ohne jegliche Systemreform, ohne alles, diesen einen speziellen Fall des Problems des Chiralgelds, den ich heute bespreche, könnte man auch im Rahmen des bestehenden Systems durch eine Bankensteuer beseitigen. Nun, noch einmal zum Kernproblem und das anhand eines einfachen, abstrakten Beispieles. Warum muss ein Vorteil weitergegeben werden, wenn es Wettbewerb gibt? Stellen Sie sich Folgendes vor: 100 Apfelhändler am Apfelmarkt. Was passiert, wenn der Einkaufspreis für die Äpfel sinkt oder die Apfelhändler sonstige billigere Herstellungskosten haben? Das heißt, wenn sie auf einmal einen monetären Vorteil haben, weil sie weniger Ausgaben haben. In welchem Ausmaß muss aus Wettbewerbsgründen der niedrigere Einkaufspreis an Kunden weitergegeben werden? Fall 1, alle Händler haben den gleichen Vorteil. Also alle Händler kaufen das Kilo Äpfel um 20 Cent billiger ein. Was ist die Folge? Aus Wettbewerbsgründen sinken die Verkaufspreise um 20 Cent. Damit bleibt den Händlern nichts. Der monetäre Vorteil wird in Form von günstigeren Preisen an die Kunden weitergegeben. Anderer Extremfall: nur ein einziger Händler
Nur ein einziger Händler hat die Möglichkeit, um 20 Cent das Kilo billiger einzukaufen. Oder nur ein einziger Apfelproduzent kann um 20 Cent billiger produzieren. Dann wäre es schön blöd, wenn er seinen Verkaufspreis um 20 Cent absenkt, weil alle anderen behalten ja den höheren Preis. Das heißt, er kann diese 20 Cent lukrieren als Gewinn. Es kommt damit zu keiner Wettbewerbsverzerrung, weil die niedrigeren Einkaufspreise und Herstellungskosten natürlich ein gerechtfertigter monetärer Vorteil sind. Das ist ja das Wesen der Wirtschaft. Wenn einer besonders gut wirtschaftet, sich einen monetären Vorteil daraus verschafft, hat er höhere Gewinne. Nur, wenn alle gleich gut besser wirtschaften, dann müssen sie billiger verkaufen und es bleibt ihnen letzten Endes nichts. Wenn es knapp ist, brauchen sie nicht billiger zu verkaufen. Bitte? Wenn das Gut knapp ist, brauchen sie nicht billiger ja, zu verkaufen. Die Knappheit bleibt immer gleich. Lassen wir das sozusagen einmal außer Acht. Und ich setze vollständige Informationen voraus. Ja. Natürlich, bei vollständigem Wettbewerb, vollständige Information und so weiter. Das ist ja idealisiert gedacht. Ja? Die nächste Frage ist, wann kommt es zu einer Wettbewerbsverzerrung? Wenn zum Beispiel die Apfelhändler nicht deshalb einen Vorteil haben, weil sie billiger einkaufen, oder die Apfelproduzenten, weil sie billiger produzieren, sondern wenn diese den monetären Vorteil quasi von außen haben, in Form einer Subvention oder durch irgendwelche Monopolabsprachen oder ähnliches, was ist dann? Also wenn die Apfelhändler, sagen wir, pro Kilogramm Äpfel 20 Cent Subvention bekommen vom Staat. Nun, im ersten Fall ja, haben sie einen ungerechtigten, also wenn alle Händler diese Subvention von 20 Cent bekommen, haben alle den gleichen ungerechtfertigten Vorteil, aber er nützt ihnen nichts, weil aus Wettbewerbsgründen müssen sie die Verkaufspreise senken, damit bleibt ihnen nichts von diesem ungerechtfertigten Vorteil. Es kommt also zu keiner Wettbewerbsverzerrung. Wenn nur ein Apfelhändler von den 100 eine Subvention kriegt, vom Staat 20 Cent pro Kilo Äpfel, dann wäre er blöd, wenn er den Verkaufspreis auch um 20 Cent senkt, weil die anderen haben keine Subvention, die können den Verkaufspreis nicht senken. Also bleibt ihm dieser ungerechtfertigte Vorteil aus der Subvention voll erhalten. Die anderen haben den nicht. Es kommt damit zu einer ungerechtfertigten Vorteil einer Wettbewerbsverzerrung. Wenn das gemischt ist, sozusagen, wo nur die Hälfte der Apfelhändler diesen Vorteil bekommt, nun, dann müssen sie eben einen Teil weitergeben, aber nicht alles. Zusammenfassend kann man sagen, zu einer Wettbewerbsverzerrung kommt es dann, wenn ein ungerechtfertigter Vorteil nur einem kleinen Teil der Marktteilnehmer zukommt. Und das ist bekanntlich nach EU-Wettbewerbsrecht verboten. Ja? Subvention an einen einzelnen Marktteilnehmer, Wettbewerbsverzerrung verboten. Schauen wir uns das grafisch an. Stellen Sie sich vor, blau, das wäre der ganze Apfelmarkt, und blau sind diejenigen Händler, die einen Vorteil haben. Sei es einmal dahingestellt, ob günstigere Einkaufspreise, also marktkonforme Vorteile oder Subvention, nicht marktkonforme Vorteile. Wenn alle den gleichen Vorteil haben und alle im Wettbewerb miteinander stehen, dann müssen sie diesen Vorteil an die Kunden in Form von niedrigeren Verkaufspreisen fast vollständig weitergeben und sie können sich nur ganz wenig Gewinn behalten. Im anderen Fall, wenn nur ein Apfelhändler diesen Vorteil hat,
und alle anderen haben diesen Vorteil nicht, dann wäre er blöd, wenn er diesen Vorteil an die Kunden weitergibt. Er kann ihn sich als Gewinn behalten. Bei halbe-halbe, na, ist es halbe-halbe. Kommen wir jetzt zum Bankensystem. Und die erste Frage, die sich stellt, ja, wie hoch ist denn der monetäre Vorteil der Banken aus der Chiralgeldschöpfung? Darüber kann man sehr viel streiten. Ich habe mit vielen Leuten sehr viel darüber gestritten. Warum? Weil sich das natürlich nur kalkulatorisch ermitteln lässt. Und jede kalkulatorische Rechnung setzt Annahmen voraus. Und da kann man natürlich beliebig annehmen, welcher Zinssatz der richtige ist und der andere richtig ist und wie sich die Zinssätze ändern dadurch und so weiter. Und ob es ewige Renten gibt oder nicht und was zurückgezahlt werden muss und so weiter und so weiter. Also, kalkulatorisch kann man das ermitteln, aber da gibt es eine große Bandbreite von Annahmen, die man treffen kann und daher kann man hier immer nur Größenordnung abschätzen. Wie kann man die Größenordnung abschätzen? Am einfachsten und anschaulichsten. Nun, man schaut sich an, die Zinsen, die die Banken bezahlt haben für Chiralgeld, also für ihre täglich fälligen Einlagen, wie viel sie da bekommen haben. Und das ist also von 1996 bis 2012 in Österreich täglich fällige Einlagen von 2,9% und jetzt sind wir irgendwo bei 0,4 oder 0,5. Im Jahr 2013 sind wir sogar noch weniger. Auch da kann man jetzt streiten, welchen Zinssatz. Also, es geht hier um die Qualität. Ja? Im Gegensatz dazu, wenn sich die Banken nicht über Chiralgeld refinanzieren könnten, dann müssten sie sich quasi über Bankanleihen refinanzieren. Wenn es am kurzen Ende des Marktes, also bei den kurzfristigen Geldern, nichts gibt, ja, dann müssen sie am langfristigen Ende sich refinanzieren und das ist die Sekundärmarktrendite der Banken. Ich habe sie wieder hier aufgetragen, Sekundärmarktrendite der Banken. Und wenn Sie die Differenz anschauen zwischen diesen Finanzierungsmöglichkeiten der Banken, dann liegt die im Schnitt ungefähr bei 2,8%. Und wenn Sie jetzt 2,8% hernehmen und mit dem gesamten Chiralgeldvolumen multiplizieren, das ist in Österreich 140 Milliarden, gibt das 3,9 Milliarden Euro. Und jetzt kann man natürlich noch herumspielen, de facto ist es wahrscheinlich sogar mehr, aber noch einmal, in dem Vortrag geht es nicht um die Quantifizierung des monetären Vorteils, nur, dass klar ist, es ist ein sehr, sehr hoher monetärer Vorteil. Nun, wie schaut das jetzt mit der Weitergabe des monetären Vorteils und den Wettbewerbsverhältnissen im Bankensystem aus? Beim Bankensystem, wie gesagt, muss man zwei Geschäfte der Banken unterscheiden. Einerseits das Kerngeschäft der Banken, das Kreditgeschäft, das ursprüngliche Geschäft der Banken und das sogenannte Eigengeschäft, also Wertpapiere und Sachvermögen. Und Sie sehen, im reinen Kreditgeschäft, ja, das reine Kreditgeschäft, da gibt es im Wesentlichen nur Banken, weil wer Einlagen annimmt und Kredite daraus vergibt, ist im Bankwesengesetz geregelt. Das dürfen im Wesentlichen nur Banken. Daher stehen die Banken bei der Kreditvergabe praktisch zu 100% im Wettbewerb. Sie müssen also alles an die Kunden weitergeben in Form von niedrigeren Kreditzinsen. Jetzt kann man sagen, naja gut, der Wettbewerb bei den Banken ist ja nicht hundertprozentig, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, Libor-Skandal und alle anderen Skandale. Ja. De facto, ja,
ist es eben nicht vollständiger Wettbewerb. Also de facto geben Sie auch im Kreditgeschäft nicht alles an die Kunden weiter und schneiden sich hier auch einen schönen Happen ab. Aber es geht ja um das Theoretische. Ja? Es geht ums Theoretische. Umgekehrt, wie schaut es aus beim Sachvermögen? Also sprich, wenn eine Bank ein Haus kauft für ihre Kundenlokal, zu wem steht sie da in Konkurrenz? Ja, natürlich nicht zu anderen Banken, sondern zu Nichtbanken, weil der Häusermarkt wird im Wesentlichen bestimmt durch Nichtbanken. Das heißt, im Eigengeschäft, im Ankauf von Sachvermögen stehen die Banken praktisch nicht untereinander im Wettbewerb, sondern zu den Nichtbanken im Wettbewerb. Die Banken haben aber, weil sie die Möglichkeit der Giralgeldschöpfung haben, auch beim Ankauf von Sachvermögen, haben sie einen monetären Vorteil, weil sie nicht untereinander in Konkurrenz zu den Nichtbanken in Konkurrenz stehen, geben sie den nicht an die Kunden weiter, sondern behalten sich diesen Gewinn. Wenn es halbe-halbe ist und beim Wertpapiergeschäft haben natürlich die Banken einen größeren Anteil am Markt, dann wird eben nur die Hälfte an die Kunden weitergegeben und die Hälfte bleibt. Wie schaut es jetzt aus mit der Wettbewerbsverzerrung? Ja, offensichtlich, die Nichtbanken haben keinen monetären Vorteil, können nicht Giralgeld schöpfen. Hier auch nicht. Das heißt, die haben keinen monetären Vorteil, die Banken haben einen monetären Vorteil. Das ist ein durch ein Monopol entstandener Vorteil, weil eben nur die Banken Giralgeld schöpfen dürfen. Damit ist es ein ungerechtfertigter Vorteil. Damit haben die Banken im Eigengeschäft einen ungerechtfertigten Vorteil, den sie nur teilweise weitergeben und als Gewinn eben einstreifen. Und das ist EU-wettbewerbswidrig. Bitte. Die Zwischenfrage erlaubt. Freilich. Nur um es nochmal klar zu machen, besteht jetzt Ihrer Meinung nach der Vorteil darin, dass die Geschäftsbanken keine Zinsen bezahlen müssen, gewissermaßen, nicht für die Kredite, die sie sich ja sozusagen selber geben, um dann die Immobilie finanzieren zu können? Oder besteht der Vorteil auch darin, dass die Banken das Geld, mit dem sie ja dann die Immobilie bezahlen, selbst schaffen? Nein, nur aus dem Zinsvorteil. Durch den Schöpfungsvorgang kommt es zu keinem Vorteil, weil bei der Giralgeldschöpfung immer gleichzeitig Forderungen und Verbindlichkeiten geschöpft werden in der Bankbilanz und damit entsteht kein zusätzliches Eigenkapital und kein Gewinn. Also beim Schöpfungsvorgang an sich kommt es zu keinem Gewinn. Und das ist eben das Argument von vielen sozusagen der Ökonomen, dass sie sagen, das ist ja nur Bilanzverlängerung, da gibt es keinen Gewinn. Und das ist aber zu kurz gegriffen, weil es eben diesen Finanzierungskostenvorteil gibt, weil eben die Passiva, die Verbindlichkeiten bei den Banken sehr wenig kosten und wenn eine Nichtbank sich refinanziert, sehr viel kosten. Die Frage ist, machen wir es vielleicht dann später. Die Frage ist, nach welchen Rechtsvorschriften ist es verboten? Das ist verboten nach Artikel 101 Lissabon-Verträge, der gilt für Verträge zwischen Unternehmern und Tippfehler, Artikel 107 für staatliche Subventionen. Und egal, ob man jetzt sagt, dieses Giralgeldschöpfungsmonopol ergibt sich durch die Absprachen im Bankensystem oder Verträgen zwischen den Banken mit der Notenbank oder untereinander, oder ob man sagt, das ergibt sich aus dem Quasi-Monopol, das ihnen der Staat im Kreditwesengesetz verschafft hat, das ist im Prinzip egal. Jedenfalls, Giralgeldschöpfung führt zu einem monetären Vorteil. Der monetäre Vorteil führt bei Eigengeschäft zu Wettbewerbsverzerrung zwischen Banken und Nichtbanken. Und daher ist die Giralgeldschöpfung immer dann
wenn sie gleichzeitig mit Eigengeschäft verbunden ist, nach EU-Wettbewerbsrecht verboten. Bitte. Die Banken haben aber auch noch einen Liquiditätsvorteil. Im Markt kann es ja ein wesentlicher Vorteil zu sein, das Geld verfügbar zu haben, um ein gewisses Geschäft überhaupt tätigen zu können, was die Nichtbanken nicht haben. Ja, kann man auch so sagen. Ja. Sie können das auch quantifizieren, dann wird halt der monetäre Vorteil noch größer. Noch einmal, das sind alles kalkulatorische Annahmen, wie hoch dieser Vorteil ist. Das ist nicht so leicht zu quantifizieren, man kann nur sagen, jedenfalls ist er entsprechend hoch. Und das Zweite, was daraus folgt, ist natürlich, je höher der Eigengeschäftsanteil ist, umso weniger müssen sie von ihrem Vorteil weitergeben, umso höher sind die Gewinne der Banken, weil ja im Eigengeschäft der Wettbewerb niedriger ist wie im Kreditgeschäft. Und auch für mich eine interessante Erkenntnis in diesem Zusammenhang, wenn Kredite verbrieft werden, das heißt, wenn aus Krediten Wertpapiere gemacht werden, heißt das, dass dieser Aktivposten vom Kerngeschäft in das Eigengeschäft wandert. Das heißt, durch die Verbriefung von Krediten stehen die Banken nicht mehr nur untereinander im Wettbewerb, sondern zu Nichtbanken im Wettbewerb, und da haben sie den Vorteil der Chiralgeldschöpfung, können sich diesen Vorteil dann erhalten. Im Kerngeschäft keine Wettbewerbsverzerrung, im Eigengeschäft, im Wertpapiersektor eine mittlere Wettbewerbsverzerrung, bei Sachvermögen eine große Wettbewerbsverzerrung. Ganz kurz möchte ich auch noch eingehen. Man könnte jetzt meinen, naja, wenn Sie nur Kreditgeschäft machen und das sowieso an die Kunden weitergeben müssen, diesen monetären Vorteil, na, dann ist es ja kein Problem. Aber es ist auch dann ein Problem. Warum? Was heißt denn das, wenn der monetäre Vorteil aus der Chiralgeldschöpfung an Kunden weitergegeben wird, in Form von niedrigeren Kreditzinsen? Heißt es auch, dass er an Spekulanten weitergegeben wird, in Form von niedrigeren Kreditzinsen? Und das ist volkswirtschaftlich ganz sicherlich unerwünscht. Hat auch einen realwirtschaftlichen, möglicherweise positiven Einfluss, wenn die Kreditzinsen sinken. Ja, wenn die Kreditzinsen für realwirtschaftliche Unternehmen sinken, dann ist das erwünscht. Was jedenfalls unerwünscht ist, dass die Gewinne der Banken erhöht werden. Und die Kernfrage ist ja letzten Endes, gerade von der Monetative, ganz gezielt zur Diskussion gestellt, Geld ist ein öffentliches Gut, der monetäre Vorteil aus der Chiralgeldschöpfung sollte, so wie der monetäre Vorteil aus der Zentralbankgeldschöpfung, als Seniorage-Gewinn dem Staat zufallen. Ich möchte jetzt nur ganz kurz noch einmal darauf hinkommen, die bis jetzt besprochenen Probleme sind eben nicht alle Probleme, die Chiralgeld hat. Es gibt insbesondere noch das Problem der autonomen Geldschöpfung, Konjunkturschwankungen, Blasenbildung und das Problem Zahlungsverkehr, Bankenkonkurs und so weiter. Ich erwähne das nur noch einmal deshalb, weil ich jetzt auf die Maßnahmen zur Verhinderung dieser Probleme komme. Noch einmal, drei Möglichkeiten einzugreifen. Erste Möglichkeit, Vollgeld. Was macht Vollgeld? Banken haben nicht mehr die Möglichkeit der Chiralgeldschöpfung, damit haben sie keinen monetären Vorteil und. Es erübrigt sich alles. Es ist mit einem Federstrich diese Probleme alle gelöst. Aber auch eine Bankenreform könnte dieses eine spezielle Problem lösen, nämlich Trennbankensystem. Warum? In einem Trennbankensystem werden ja Banken getrennt in Geschäftsbanken und Investmentbanken. Und die Geschäftsbanken können zwar
Chiralgeld schöpfen, haben einen monetären Vorteil, aber weil es das Kerngeschäft ist und sie untereinander im Wettbewerb stehen, muss der weitergegeben werden. Sie haben also keinen Gewinn daraus. Auf der anderen Seite, die Investmentbanken haben zwar Eigengeschäft, das ist ja das Wesen der Investmentbanken, das Eigengeschäft, sie dürfen aber kein Chiralgeld schöpfen. Also haben sie auch keinen ungerechtfertigten monetären Vorteil daraus. Und das Letzte ist eine Steuerreform in Form einer Bankensteuer. Der monetäre Vorteil wird von den Banken abgeschöpft und geht direkt an den Staat. Ganz kurz nur, ich halte den Vortrag auch vor Leuten, die nicht mit Vollgeld so oft zu tun haben. Drum ein Bild, mit dem ich versuche, sozusagen Vollgeld Ökonomen schmackhaft zu machen, ist, indem ich die historische Entwicklung schematisch aufzeichne, wie sich das Verhältnis von staatlichem Geld grün zu Chiral oder privatem Geld rot entwickelt hat. Ursprünglich, sagen wir im Mittelalter, hat es im Wesentlichen nur Münzen gegeben. Münzen war rein staatliches Geld, also fast das ganze Geld war staatlich grün. Hat natürlich auch schon Chiralgeldartige Konstruktionen gegeben, wo Banken untereinander verrechnet haben und so weiter. Hat aber keine Rolle gespielt. Erst mit Ende des 18. Jahrhunderts ist Papiergeld aufgekommen. Papiergeld ist nichts anderes als ein Schuldschein, eine auf Papier geschriebene Forderung an eine Bank. Und damals waren es eben Schuldscheine, auf Papier geschriebene Forderungen an private Banken. Und diese privaten Banknoten sind eben, weil sie sich so explosionsartig entwickelt haben und zu Erschütterungen im Finanzsystem geführt haben, 1833 in England und dann in der Folge in ganz Europa und Amerika abgeschafft worden, verboten worden und durch reine Zentralbank-Banknoten ersetzt worden, also durch rein staatliches Geld ersetzt worden. Was nicht abgeschafft worden ist, waren sozusagen der Anteil des Chiralgeldes, dieses private Geld, was quasi Verrechnungsgeld auch damals war. Das wurde nicht abgeschafft, hat damals aber nicht die Bedeutung gehabt. Nur mittlerweile, in den letzten 150 Jahren, hat sich das private Geld mehr oder weniger explosionsartig vermehrt. Heute macht es, wie schon angemerkt worden ist, irgendwo in der Größenordnung von 85% aller Zahlungsmittel aus. Vollgeld macht nichts anderes als den gleichen Schnitt, der etwa 1850 vollzogen worden ist, diesmal mit dem Chiralgeld, mit dem privaten Geld nochmals nachzuvollziehen. Allerdings muss man sich darüber im Klaren sein, es können sich natürlich wieder private Geldsurrogate oder Geldersatz ausbilden, in welcher Form und wie man sie in den Griff bekommt, sei jetzt nicht diskutiert. Grundkonzept von Vollgeld brauche ich nicht beschreiben. Hier noch die Maßnahmen, noch einmal grafisch. Was macht Vollgeldsystem? Nun, der monetäre Vorteil, die Chiralgeldschöpfung gibt es nicht mehr, das fällt alles weg. Was macht das Trennbankensystem? Es teilt die Banken, solche, die nur Kerngeschäft machen und solche, die nur Eigengeschäft machen, also Geschäftsbanken und Investmentbanken. Investmentbanken dürfen kein Chiralgeld schöpfen, das fällt weg. Also dort gibt es dann das Problem nicht mehr des ungerechtfertigten Vorteils. Hier gibt es den Vorteil noch bei den Geschäftsbanken, der muss aber praktisch zu 100% weitergegeben werden. Das heißt, die Banken haben daraus auch keinen besonderen Vorteil. Und dritte Maßnahme, Bankensteuer.
Das System bleibt, wie es ist. Es gibt den monetären Vorteil überall. Nur über eine Bankensteuer wird dieser monetäre Vorteil vom Bankensystem abgeschöpft und direkt dem Staat zugeführt. Ganz kurz noch, damit man das auch sieht, wie sich das auswirkt, an wen der monetäre Vorteil dann geht bei den verschiedenen Systemen. Im derzeitigen fraktionalen Reservesystem geht der monetäre Vorteil zunächst an die Banken, dann an Kreditnehmer und Kreditgeber, welcher Art auch immer. Im Vollgeldsystem geht der monetäre Vorteil direkt an den Staat. Im Trennbankensystem haben ja nur die Geschäftsbanken den Vorteil und die Geschäftsbanken sind diejenigen, die eigentlich verpflichtet sind, im Trennbankensystem nur Kredite an die Realwirtschaft zu vergeben. Das heißt, der monetäre Vorteil im Trennbankensystem geht vorwiegend in die Realwirtschaft, im Gegensatz dazu geht er an die Realwirtschaft und die Finanzwirtschaft. Und die Bankensteuer würde dazu führen, dass der monetäre Vorteil an den Staat geht. Und dann werden noch die anderen Probleme, die will ich jetzt nicht näher eingehen aus Zeitgründen. Das Letzte, worauf ich immer hinweise in Diskussion mit anderen, ist, man sollte Vollgeld nicht als Wundermittel darstellen, das alle Probleme löst. Tut es zweifellos nicht. Die zwei wichtigsten Probleme, die durch Vollgeld nicht gelöst werden, sind erstens, dass dem kapitalistischen System aufgrund der positiven Rückkopplungen der Kapitaleinkommen systemimmanente Verteilungsproblem, also Kapitaleinkommen führen zu mehr Kapital, führt zu mehr Kapitaleinkommen, führt zu noch mehr Kapital, diese positive Rückkopplung, die eben zu einem Anstieg des Verteilungsproblems führt. Das kann nur gelöst werden durch eine produktivitätsorientierte Lohnpolitik oder permanente Umverteilung von Kapitaleinkommen zu Arbeitseinkommen. Und das zweite Problem, was durch Vollgeld nicht gelöst werden kann, ist natürlich, sind die ökonomisch-politisch-institutionellen Machtverhältnisse auf den Finanzmärkten, im Bankensystem und bei der Staatsfinanzierung. Und das bedarf einer Regulierung der Machtverhältnisse durch, sagen wir, wie es ich immer sage, durch ein Erlaubnisprinzip. Erlaubt ist nur das, was erlaubt ist. Alles andere ist verboten. Nur so kann das Finanzsystem geregelt werden. Die beiden Folien möchte ich überspringen und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Danke. Von mir vielleicht mal als erste Frage, wie hoch ist denn jetzt, haben Sie Zahlen, wie hoch das Eigengeschäft der Banken ist? Ungefähr in der Größenordnung von 20%. Bei den Investmentbanken, Deutsche Bank und Co., 50-80%. Ich mal die Wortmeldung auf, also sofort hat sich Thomas Betzke gemeldet, Hans-Jörg Mettler. Zum Wohle des. Okay. Ja, ich will nochmal auf meine Frage während des Vortrags zurückkommen. Es besteht ja Konsens darin, dass der Vorteil der Geschäftsbanken erstmal darin besteht, dass sie den Zinsvorteil haben. Ne? Also sie müssen also keine Zinsen aufwenden, um zum Beispiel die Immobilie finanzieren zu können. Ja. Das ist also jetzt dann geklärt. Aber für mich ist also noch nicht geklärt, ob das auch wirklich alles ist. Ja? Wenn ich einen Twingo kaufe und den mit einem Scheck bezahle und es mir dann gelingt, wie auch immer, dass dieser Scheck nicht eingelöst wird, sondern dass dieser Scheck in der Landschaft kreist, und von allen als Zahlungsmittel akzeptiert wird, dann habe ich natürlich einen Vorteil. Und zwar die Höhe des Werts des Twingos. Und nichts anderes machen natürlich die Banken, jedenfalls die Geschäftsbanken als Gesamtganzes, im finanziellen Sinn die konsolidierte Geschäftsbankenbilanz. Die Banken stellen sich, lassen sich in Frankfurt diese Türme hinstellen und bezahlen die Bauunternehmen, indem sie ihn auf der Passivseite der konsolidierten Geschäftsbank, wenn man so will,
ein Sichtguthaben einräumen. Und das war's dann. Die Bauunternehmen gehen nicht her und sagen, ich will jetzt hier Scheine haben, sondern es wird natürlich als Zahlungsmittel in der Gegend. Die Antwort, das ist ein Vorteil, den die Geschäftsbanken haben, der weit hinausgeht über den Zinsaspekt. Der ist äquivalent zum Zinsvorteil. Das ist nichts anderes als, also erstens muss klar sein, Giralgeld wird ja nicht nur geschöpft, sondern Giralgeld wird auch vernichtet. Durch die Kreditvergabe und den Kauf von Aktiva wird Giralgeld geschöpft, durch die umgekehrten Vorgänge wird Giralgeld vernichtet. In Summe nimmt die Giralgeldmenge immer weiter zu. So, ich habe hier die Grafiken. Die Entwicklung der Giralgeldmenge. Also, wie entwickelt sich die gesamte Giralgeldmenge? Und da sieht man, sie nimmt also stetig zu. In Deutschland schaut die Kurve genauso aus und im Euroraum schaut sie auch genauso aus. Und man sieht, dass sie in Österreich pro Jahr um rund 8 Milliarden Euro pro Jahr wächst, Deutschland rund 75 oder 80 Milliarden Euro pro Jahr wächst. Die Banken selbst, ja, haben auf die Entwicklung der Giralgeldmenge keinen Einfluss. Das ergibt sich aus dem Markt, wie eben die Kunden sich verhalten, ob sie Kredite zurückzahlen oder nicht zurückzahlen, ob Sachvermögen verkauft wird oder gekauft wird, ob Bargeld abgehoben wird oder eingezahlt wird. Das heißt, es wird laufend Giralgeld geschöpft, wieder vernichtet und in Summe entwickelt es sich so. Und man kann kalkulatorisch diesen Vorteil aus der Giralgeldschöpfung auch so berechnen, dass man sagt, ich rechne jetzt für Österreich vor, pro Jahr kommen in Österreich 8 Milliarden Euro Giralgeld dazu, das für die Banken nur geringe Kosten verursacht, nämlich Kosten für die Mindestreserve und Kosten für die Zinsen an die Giralgeldhalter und dann noch möglicherweise andere Kosten aus dem Zahlungsverkehr und sonstige Dinge. Und wenn man das Ganze betrachtet, in der Form, dass man sagt, na, der Giralgeld wird immer mehr, da muss nie was zurückgezahlt werden, dann kann man sagen, okay, es gibt ewige Rente und man kann sagen, das ist im eingeschwungenen Zustand und dann kann man kalkulieren und sagen, die regelmäßigen Einnahmen sind 8 Milliarden Euro, die regelmäßigen Ausgaben sind abgeschätzt, sagen wir, 2 Milliarden Euro, damit verbleibt jährlich 6 Milliarden Euro als Gewinn bei den Banken oder als monetärer Vorteil bei den Banken. Bei der Kalkulation kommen eben 6 Milliarden heraus, bei der anderen Kalkulation, die ich gemacht habe, kommen 4 Milliarden heraus. Aber das hängt, wie gesagt, nur von den kalkulatorischen Annahmen ab. Im Prinzip ist der Vorteil identisch mit dem Vorteil aus der Finanzierungskostenvorteil. Das ist nichts anderes als eine Frage der Kalkulation. Ich glaube, wir sollten jetzt den Fokus nicht auf die Höhe der Vorteile, sondern was das Spezifische hier im Vortrag war, diese Wettbewerbsverzerrung durch das Eigengeschäft. Das ist das ganz Spezifische und was ich in dieser Prägnanz noch nie gehört habe. Also wenn man sich versucht, darauf zu konzentrieren, jetzt bei der Diskussion, fände ich sehr interessant, aber ich möchte Ihnen natürlich nicht vorgreifen. Hans-Jörg Metzler, bitte. Dass die Investmentbanken dann keinen Vorteil für Giralgeld schöpfen. Nein, die dürfen aber nicht Giralgeld schöpfen. Aber ich verstehe nicht ganz, warum dann Banken, Großbanken wie die UBS oder Schweizerische Kreditanstalt ein Trennbankensystem einführen wollen. Wieso will man etwas einführen, wo man kein Geld mehr verdient? Das höre ich zum ersten Mal, dass die das einführen wollen. Doch, die UBS will das machen. Also das sind Modelle, das gibt es ja viele verschiedene Modelle. Was ist das Modell beispielsweise. Das wird definiert als Aufteilung der Geschäftsbanken in den Investmentbanken. Ja, darf ich das kurz sagen? Das Modell zum Beispiel, wo der Professor Huber einen Kommentar dazu geschrieben hat oder ein Gutachten dazu geschrieben hat, was im deutschen
bei der Regierung beschlossen worden ist, das ist ein reines Feigenblatt. Trennbankensystem hat mit einem echten Trennbankensystem praktisch null und nichts zu tun. Das heißt, beim Begriff Trennbankensystem muss man sehr, sehr aufpassen. Da wird sehr viel Schindluder betrieben. Ich behaupte, ja, eine so Behauptung in den Raum, dass man versucht, möglichst rasch vielleicht aus strategischen Überlegungen ein möglichst schwaches Trennbankensystem einzuführen, weil das tut den Banken in Wahrheit nicht weh. Je länger man das hinauszögert, desto strenger kommt vielleicht ein Trennbankensystem. Aber wie gesagt, da gibt es verschiedenste Abstufungen. Ich plädiere massiv für ein Trennbankensystem, aber in der schärfstmöglichen Form. Beteiligungsverbot. Zum Beispiel Investmentbanken müssen zu 100% Eigenkapital finanziert sein. Ja? Also es kann nicht so sein, quasi, dass man sagt, naja, bei den Universalbanken heben wir das Eigenkapital ein bisschen an, ja? Aber profitieren tun dann der ganze Investmentsektor natürlich massiv davon, über den Leverage. Die billigen Kundengelder werden über Leverage Investmentbanken vergeben. Das darf nicht sein. Investmentbanken, Risikogeschäfte müssen zu 100% Eigenkapital finanziert sein. Also mit anderen Worten, bei sogenannten schwachen Trennbankensystem können die Banken, die das so einführen, immer noch an der Giralgeldschöpfung. Wahrscheinlich, ja. Darf ich? Entschuldigung. Ja. Alles prima, kann ich gut verfolgen. Aber eine Frage bleibt, wenn es eine Geschäftsbank ist, darf die Staatsanleihen Kredite geben? Darf sie dem Staat auch Kredite geben? Wenn ja, hat sie weiterhin auch einen enormen Vorteil durch Giralgeld. Also, konkret, darum muss man ganz klar sagen, ist ja Vollgeld ja, die wesentlich konsequentere Lösung, weil die Notwendigkeit zur Vergabe von Staatsanleihen nicht mehr in diesem Umfang notwendig ist. Aber wenn man es streng formal betrachtet, dürften Geschäftsbanken keine Kredite an Staaten vergeben. Die erste Antwort war ja eher ein Ausweich, da stimme ich Ihnen ja zu. Ja. Die zweite heißt, Sie meinen, Sie dürfen es nicht, aber heute dürfen Sie es. Ja, natürlich. Das ist eine der Hauptursachen ja, der letztjährigen riesigen Steigerung der Giralgeld. Ja. Würde heute sozusagen ein strenges Trennbankensystem sein, würden Sie dem das verbieten? Würden die Geschäftsbanken das nicht tun dürfen, nur die Investmentbanken sind zu 100% Eigenkapital finanziert. Wenn der Staat nicht zahlt, haben die Eigenkapitalbesitzer weg. Bitte, der Herr da hinten, bitte kommen. Sie hatten sich noch gemeldet? Ja, nachher bitte. Ja, okay, dann Herr Füst. Ja, ich mir läuft das, was Sie gerade zur Eigenfinanzierung oder zum Eigengeschäft gesagt haben, auch nicht hundertprozentig ein. Also ein Beispiel vielleicht, um es konkret zu fassen. Vielleicht habe ich auch einen Denkfehler jetzt dabei. Aber stellen Sie sich vor, die Deutsche Bank hat in der Muttergesellschaft die Überlegung, wir stellen uns einen neuen Turm in Frankfurt hin, geben dafür 100 Millionen aus und dienen diesen Turm dann in einer Tochtergesellschaft an. So, und dieser Turm, der ist dann in der Tochtergesellschaft und die Tochtergesellschaft kriegt von der Deutschen Bank AG dann einen entsprechenden Kredit. Das wird dann an das Baukonsortium gezahlt. Das heißt, in der Bilanz der Tochtergesellschaft ist auf der Aktivseite die Immobilie, auf der Passivseite die Verbindlichkeit gegenüber der Mutter. Also die Deutsche Bank hat dann auf der Aktivseite ihrer Bilanz die Beteiligung an der Tochter. Und jetzt vereinbaren nach dem Kreditwesengesetz meiner Meinung nach völlig legal an die Tochter und die Mutter eine relativ hohe Nutzungsentschädigung, wonach also letztlich zumindest das, was die kreditaufnehmende Tochter an die Mutter zu zahlen hat, saliert werden kann mit der Nutzung der Immobilie durch die Mutter. Dann hat man in vielleicht 10, 20 Jahren, je nachdem, wie man es gestalten will, letzten Endes eine Bilanz bei der Tochtergesellschaft, wo die Immobilie natürlich wertberichtigt, weil sie ja genutzt worden ist, steht und auf der Passivseite nur noch Eigenkapital. Und auf der, bei der Mutter ist dann letztlich die Immobilie mit ihrem jeweiligen Zeitwert als Wert der Beteiligung in der Aktivbilanz. Das heißt, die Bank hat sich, indem sie Giralgeld letztlich geschöpft hat, durch die Weiterleitung an das Konsortium, das Problem sozialisiert, indem sie die Geldmenge insgesamt M1 erweitert hat und sie hat Kosten an die Immobilie, die sie jahrzehntelang nutzen kann.
Betrachten Sie das Bankensystem immer in Summe? Ja, es gibt ja viele Banken. In Summe? Und in Summe nimmt eben in Österreich die Giralgeldmenge um 8 Milliarden, in Deutschland um 80 Milliarden zu. Ja. Dass, wenn das ganze System im eingeschwungenen Zustand ist und wenn man alles mit ewigen Renten rechnet, wären das 80 Milliarden Einnahmen des Bankensystems minus Ausgaben, sagen wir wieder 20 Milliarden, bleiben 60 Milliarden monetärer Vorteil des gesamten Bankensystems. Das ist eine andere kalkulatorische Berechnungsmethode wie über den Zinskostenvorteil. Nur, da habe ich genug mit den Ökonomen gestritten, ja, ewige Rente und irgendwann muss das zurückgezahlt werden. Und also, noch einmal, alles, aber es geht nur um die Größenordnung. Und überhaupt, natürlich muss immer bei diesen Tochter, Mutter und all diesen Bilanzverschleierungsaktionen müsste natürlich immer die wirtschaftliche Einheit betrachtet werden. Genau, das ist auch ein Problem. Also wenn man das jetzt als Zinsvorteil oder als Refinanzierungszinsvorteil betrachtet, dann nimmt es der Problematik meines Erachtens so ein bisschen die Schärfe, weil das wirklich ist ein immenser Vorteil. Ja, aber der Vorteil ist, wenn Sie es streng durchkalkulieren, ob Sie es so kalkulieren oder so kalkulieren, können wir nachher dann in der Pause reden, ist inhaltlich dasselbe. Es sind nur zwei verschiedene Kalkulationsansätze. Also nochmal Diskussion über die Höhe des Vorteils. Jetzt noch ein Wort an Herr Seifert, dann Thomas Betz noch und dann Kaffeepause. Also ich meine, Ihre Theorie hat einen zu geringen praktischen Bezug. Cool. Ihre Theorie trifft nur zu für Banken, die keine unternehmerischen Beteiligungen auf Offshore-Finanzplätzen unterhalten. Weil Banken, die unternehmerischen Beteiligungen auf Offshore-Finanzplätzen haben, können eine gesetzestreue Manipulation der Bilanz durchführen, durch Austauschgeschäfte, dadurch ihr Aktiva erhöhen und dadurch das Einkommen tragen. Ihre Theorie, die trifft auch nur zu für Banken ohne V-Channel. Ohne? V-Channel. V-Channel ist ein Begriff der Bankmanager, der bedeutet, im Prinzip übersetzt, Kooperation mit anderen Banken. Und die benutzen diesen V-Channel, um mit den erstgenannten Banken auf Offshore-Finanzplätzen den Vorteil, also diese Austauschgeschäfte auch zu gewährleisten und dadurch auch den Vorteil zu bekommen. Und Ihre Theorie, die trifft auch nicht zu für Banken ohne Wertpapierbestände. Also Banken mit Wertpapierbeständen können nach IAS 39 und IFRS 7 können ihre Aktiva erhöhen. Michael Schemann hat es auch aufgezeigt. Also übrig bleibt für Ihre Theorie nur die kleine Einzelbank. Darf ich dazu antworten? Nein, Moment. Das bedeutet, Ihre Einschränkung, dass Banken nur beim Eigengeschäft einen Vorteil gegenüber Nichtbanken erzielen können, trifft nur auf diese kleine Einzelbank zu. Darf ich dazu Folgendes sagen? Also erstens, das ist eine theoretische Betrachtung. Ja? Die Praxis des Wettbewerbs der Banken untereinander und das abgestimmte Verhalten der Banken untereinander und die Praxis der Verschleierung über Bilanzmanipulationen und all diese ganze Geschichte macht das Ganze noch schlimmer. Ja? Aber die Idee. Bitte? Das ist am wenigsten Schlimmste, was ich dargestellt habe. Das ist das am wenigsten Schlimmste, was man sich überlegen kann. Das ist sozusagen die theoretische Basis. Alles, was in der Praxis dazu passiert, ja, eingeschränkter Wettbewerb Banken, Verschleierung sozusagen über Bilanzmanipulationen, Ausgliedern woanders hin und all die anderen Bilanzierungstricks, ja,
verschlimmern das, aber der Kern, ja, der Kern, wenn man sagt, alle sind redlich, die ganzen Bilanzierungsgesetze sind nach Art des kaufmännischen Vorsichtsprinzips, wenn man das alles auf das Strengste runter reduziert, keine Offshore, keine sozusagen Bilanzgeschichten zwischen Banken untereinander, Tochter oder siebte Enkelin und so weiter, wenn man das alles weglässt, bleibt das über. Gut, 4 Stunden Kaffeepause, dann geht's weiter.